Hallo, Hallöchen, wir spielen mit LS19, machen da wieder Mod-Vorstellung vom PC und heute habe ich da mal was ganz anderes, und zwar ein Volvo A40G, ein Muldenkipper. Also, ja, wer gerne Goldrausch hier spielen will, für den wäre das natürlich optimal, oder wenn man natürlich irgendwelche, ja, was soll ich da sagen, irgendwelche krassen Sachen auf der Karte machen will, wäre das natürlich das richtige Ding, um irgendwie Baustelle oder so zu spielen. Wir schauen uns das mal an. Also ich muss damit einfach erstmal fahren. Riesige fette Räder. 57 soll es wohl fahren, okay. Und ist natürlich ein bisschen geländegängig, nehme ich an. Innen drin sieht es ja nicht so schön aus, aber außen finde ich ihn gar nicht so schlecht gelungen. Gut, wenn man dicht dran geht, ist es ein bisschen verschwommen hier, das Volvo-Zeichen und so. Aber die Räder werden auf jeden Fall dreckig. Und er ist, glaube ich, recht geländegängig. Würde ich mal sagen. Handbremse ist auch gut. Der kommt auf jeden Fall hier mit dem Gelände klar. So, man kann auch optional wählen, ob man hier hinten eigentlich so eine Klappe dran haben will oder nicht. Wir schauen uns das ganze Ding mal beim Händler an. Klingen tut da auch ganz, ganz cool. Okay, wir finden das bei den LKWs ganz hinten. Mods, Volvo A40G für 220.000, 50.000 Liter passen sogar rein. Wir können ziemlich alles laden. Ich sag mal, ich könnte mir das vorstellen, zum Beispiel, damit ich Kalk auf meinen Hof bringe. Zum Beispiel lade ich das Ding mit Kalk voll und fahre damit zum Hof. Ob das funktioniert, weiß ich gar nicht. Haben wir hier irgendwo eine Kalkstation, die ist noch ziemlich weit weg. Wir versuchen das mal. Wir versuchen mal Kalk einzuladen. Wir haben noch gar nicht geschaut beim Händler eigentlich, was der eigentlich sonst noch kann. Genau. PS weiß man nicht ordentlich. Sonst kann man hier hinten diese Heckklappe auch wegmachen. Passen wahrscheinlich immer noch 50.000 rein. Mehr kann man da nicht. Aber ich würde mal versuchen, ob wir da vielleicht Kalk einladen könnten. Aber da könnte ich mir vorstellen, sowas vielleicht zu transportieren. Ansonsten wäre das natürlich hier, wenn man irgendwie so wie einen Steinbruch oder so hätte, wäre das natürlich ideal. Ich sag ja, für eine Baustelle oder so, Steinbruch, cooles Teil für die Landwirtschaft an sich. Würde mir jetzt erstmal keine weitere Verwendung einfallen, außer vielleicht Kalk zu fahren. Ist auch ziemlich breit hier. Aber ich sag mal, von innen ist es eigentlich noch recht gut zum Fahren. Armaturen sehen ja sehr bescheiden aus, sage ich mal. Da könnte man noch ein bisschen nacharbeiten, aber außen... sogar die Blinker gehen. So, wo ist denn hier die Kalkstation? Ist das die Kalkstation? Kalk, jawohl. Ich will mal Kalk einladen, okay. Macht das irgendwas mit dem Gewicht? Drückt das da runter oder... Ich glaube, die Reifen werden langsam zusammengedrückt hier. Also auf jeden Fall geht er ein bisschen in die Knie. Das ist auf jeden Fall schon so. und 50.000 Liter Kalk. Ich finde doch cool, damit sich das hier noch bewegt. Die Modderlasche. Sonst auch da Feuerlöscher an Bord. Gab es vielleicht schon ein, zwei Zwischenfälle? Nein, das ist ja heutzutage Vorschrift. Sonst sehen wir hier noch im Motorraum, sehen wir sogar noch das Lüfterrad drehen. Das auch noch. Wie viel hat der eigentlich? Ja, das muss ja da ordentlich belüftet werden. Sonst, wir können ja mal hier noch aufmachen. Das Menü, aber da zeigt er uns weiter auch nichts an. Okay, das sieht aber, wenn er denn beladen ist, sieht es eigentlich noch cool aus. Da könnte man ein riesen Kalklager auf dem Hof machen, vielleicht. Schöne Portion, sag ich mal. Ja, ich sag, es fehlt eigentlich noch so eine Karte irgendwie, wo wir Sand und Schotter und so haben und das aufladen können. So als Schüttgutzeugs, und da wäre der natürlich ideal. Jetzt hat er da natürlich auch ein bisschen Gewicht geladen und federt da hinten auch schön ein. Hätte ich gesagt. Jawohl. Und so sieht's denn aus, wenn er gekippt ist. Was ist denn los, ey? Immer kippe ich hier um in meine Vorstellung. Ja, erst fährt er mich kaputt. Ne, dann machen wir es nämlich gerade so hier. Mist, verdammte Kacke hier. So, nee, Mordvorstellung. Nicht fluchen. So, also. Aber ihr seht, erst in der Mitte hat er so ein cooles Gelenk. So, wir räumen eigentlich alle Schilder ab hier. Mit dem Teil, der hat natürlich Überbreite. Ich sag ja, für die Straße eigentlich nicht so geeignet. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich ihn genau einsetzen würde hier auf im Landwirtschafts Simulator 2019. Aber es gibt bestimmt irgendwann auch bald Mods, wo wir dann wirklich sagen können, wir können hier Sand aufladen, Steine, Kies, sowas. Aber wenn er fährt, dann fährt er. Bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich find's cool. Also, Link dazu in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich. Ich werde hier mal, warte mal, ich werde noch auf den Hof fahren. Wir werden noch kippen. Ich will das Ding hier abkippen. Ich will sehen, wie es abkippt. Ich kipp's hier einfach hin. Also, den Kalk hier hin, jawohl, wir kippen den hier hin. Geht irgendwie gar nicht so richtig. Nicht genug Platz hier, oder was? Oh, wir können so eine richtige Rampe bauen hier. Okay. Eine riesige Kalkhaube machen. Okay, das sieht aber nicht schlecht aus. Ich find's cool. So, stellen wir mal zu den anderen coolen Sachen. Okay, jetzt aber bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.